Kingsley Coman vom FC Bayern München hat bei einem schweren Unfall auf der Autobahn offenbar seinen 720 PS starken McLaren Sportwagen zu Schrott gefahren. Der Franzose hatte bei dem Crash laut einer Meldung der Münchner TZ unter Berufung auf einen Polizeibericht allerdings Glück im Unglück und blieb unverletzt. Coman sei am Tag vor Heiligabend um 6.55 Uhr morgens auf der A95 zwischen München und Starnberg in südlicher Richtung unterwegs gewesen. Auf regennasser Fahrbahn habe der 22-Jährige nach Aufhebung einer 80 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung beim Gasgeben die Kontrolle über sein Luxusgefährt verloren. Der Wagen sei in die rechte Schutzplanke gekracht, rund 150 Meter gerutscht und dann auf der mittleren Fahrspur zum Stehen gekommen. Coman blieb dabei offenbar unverletzt. Auch sonst habe es keine Personenschäden gegeben. Comans Wagen, der mehr als 250.000 Euro kostet, ist allerdings ein Totalschaden, so die TZ. Ersthelfer hätten sich um den Offensivspieler gekümmert und die Autobahn gesichert, bis Einsatzkräfte eintrafen. Der Profi nahm nach einer Untersuchung im Rettungswagen ein Taxi und fuhr heim nach Starnberg. Coman hatte nach zwei langwierigen Fußverletzungen zuletzt vom Karriereende gesprochen. Ich werde eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes Leben führen, ein anonymes Leben, sagte er im französischen Fernsehen.